Jahre alt, Pop-Soul-Talent und hat in dieser schwierigen Zeit sich zurückgezogen und ist sehr kreativ geworden. Sophie, vielleicht, was kannst du uns über die letzten 3 bis 5 Monate erzählen? Was da passiert? Ich war sehr viel zu Hause natürlich, im stillen, grauen Kämmerlein. Und ich habe versucht, irgendwie das Beste aus der ganzen Situation zu machen und einfach Songs zu schreiben. Dabei ist auch der entstanden, den ich gleich spiele. Ein Weihnachtslied. Genau, vielleicht nicht so ganz typisch. Weil, ja, es geht, der Song heißt ja Weihnachten zu zweit. Darum natürlich auch die Frage, mit wie vielen Personen wird denn Weihnachten so viel feiern? Auch in einem kleinen Kreis, war nicht zu zweit, aber zu viert mit meiner Familie. Meine Großeltern sind leider alle schon tot, von daher sind wir nur zu viert. Aber Weihnachten zu zweit heißt ja nicht unbedingt, ich will mich gar nicht so auf diese Zahl fixieren, sondern einfach im kleinen Kreis. Und dass es halt anders ist dieses Jahr als die Jahre zuvor. Und dieses Andersartige, hat sich das auch in den anderen Songs wieder gespiegelt, die man dann vielleicht kreiert hat in der Zeit? Da sind ja viele Songs entstanden. Ja, also es sind halt hauptsächlich, man kann sich ja nicht mit so vielen Leuten treffen, von daher habe ich ziemlich viele Songs mit Hagen zusammengeschrieben. Ja. Einfach in einem kleinen Team, genau, und deswegen hat es wahrscheinlich auch irgendwie nochmal einen intimeren Flair als andere. Dann lassen wir uns jetzt mal weihnachtlich verzaubern, würde ich sagen. Das ist ja auch ein intimer Flair hier. Das ist ja auch für viele Bands dann was Besonderes in reduzierter Art und auch Form bei uns aufzutreten. Danke fürs Kommen, bleiben Sie gesund. Und wir sehen uns hier morgen wieder ab 5.30 Uhr. Ich hoffe, wir hoffen, dass wir Sie gut in den Tag begleitet haben. Weihnachten zu zweit live von Sophie im ZDF Morgenmagazin. Was für ein Jahr, nicht so viel geplant, dich kaum gesehen, du hast mir echt gefehlt. Glühwein umarmen und ich in deinem Arm. Weihnachten fühlt sich mit dir so anders an. Doch meine To-Dos für ein ganzes Buch, Geschenke gekauft, die keiner wirklich braucht. Renn von Termin zu Termin, wann schaff ich's dich wieder zu sehen? Ja, geht es dir auf in dir? Ist dir das so viel zu viel? Vielleicht, vielleicht sollten wir einfach mal etwas riskieren. Wie wär's mit Weihnachten zu zweit, ey? Ich komm sofort bei dir vorbei. Denn eigentlich brauchen wir nur uns beide, du und dich alleine zu zweit. Dass das nicht geht und ich kann dich verstehen. Aber vielleicht ist es mal an der Zeit. Denk doch noch mal drüber nach. Es wäre nur dieses eine Mal. Geht es dir grad auf in mir? Ist dir das so viel zu viel? Vielleicht, vielleicht sollten wir einfach mal etwas riskieren. Wie wär's mit Weihnachten zu zweit, ey? Ich komm sofort bei dir vorbei. Denn eigentlich brauchen wir nur uns beide, du und dich alleine zu zweit. Yeah. Und mein Wunschzettel ist leer. In Wirklichkeit will ich nicht mehr. Denn eigentlich brauchen wir nur uns beide, du und dich alleine zu zweit. Zu zweit. Danke.